Als ich im September 2010 nach Spelle gekommen bin als Pfarrer, habe ich sehr schnell eine Truppe von jungen Männern kennengelernt, die Familienväter sind, die ab November sehr unruhig wurden. Denn dann begann für sie im wahrsten Sinne des Wortes die heiße Zeit. Es galt, ganz viele Piepkuchen zu backen und sie zu veräußern für einen wohltätigen Zweck. Mittlerweile werden pro Saison bis zu 15.000 Piepkuchen hergestellt. Und heute Abend sind sie hier bei mir in Osnabrück, um auch für diesen wohltätigen Zweck Piepkuchen zu backen. Und es piept und es ist heiß. Und warm. Und warm. Schneller! Sein muss, dann können wir auch. Flott. 30er,